Und ich bin's, The Void Doctor, wieder hier mit Phantasy Star 3, Generations of Doom. Und ja, ich weiß, es war eine ganze Weile, aber ihr wisst ja, wie das ist. Leben, Ausbildung, Studium, meine grenzenlose Faulheit, das hat alles sein Tribut gefordert, aber jetzt bin ich ja wieder da. Und auch hier hat's ähnlich wie in meinem Let's Play von Shining in the Darkness ein paar Änderungen gegeben. Ist mal hier, die Dudes sind alle wieder da. Dudes. Oh Mann. Auf jeden Fall. Naja, ihr werdet, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wahrscheinlich festgestellt haben, dass zwei meiner Leute quasi tot waren. Leider gibt's hier in der Gegend irgendwo Priester und ich hätte mit den beiden alleine irgendwo herumgehen müssen. Also bin ich auf einen älteren Speicherstand zurückgegangen, hab nochmal die Monster nochmal verprügelt, hab mich rausgekämpft, bin wieder extra zu der Stadt her rübermarschiert, hab von diesem früheren Punkt weitergemacht. Das Einzige, was dabei verloren gegangen ist, nun, ihr habt ja diese Monster gesehen im letzten Teil. Das ist jetzt, na, er spielt jetzt in einem alternativen Universum, wo Rhys die Viecher nicht gesehen hat. Aber wen interessiert das, weil ich habe das Gefühl, da gehen wir sowieso später zurück. Und bei irgendeinem Update in der Zukunft werden wir uns diesen komischen Turm von Babel in der Wüste mal genauer ansehen. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir hinwollen. Kurz Recap: Rhys, der grimmig dreinbuckende Klotz hier, ist auf der Suche nach seiner Verlobten, die entführt wurde, hat sich zwei Roboter angelacht, die ihn dabei unterstützen, und der grünhaarige Knilch heißt Lyle, und der hat sich ihm jetzt angeschlossen und will ihm jetzt sein Heimatdorf zeigen. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass Rhys dann seine Verlobte in diesem Heimatdorf findet. Und jetzt rennen wir mal wieder hier grundlos durch die Wüste, auf dem Weg zu dem unterirdischen Gang oder sowas ähnliches, der uns wieder zurückführt. So, und jetzt seid ihr wieder up to date. So, ungefähr. So, jetzt schauen wir mal, wo sind wir jetzt eigentlich? So, Wüste, Wüste wandern. Irgendwo hier müsste es... Ah, ja, genau. Dann mal rein. Und... Die Höhle ist blockiert. Ah, okay, das war eine von den 50.000 Höhlen, die von unsichtbarem Zeug blockiert sind. Und da ist nochmal ein Tempel. Ach, kommt schon. Ach, kommt schon. Ach ja, euch schneide ich jetzt mal raus. So, Rhys hat offscreen mal wieder sein Schwert gezückt und gemordet. Aber... ich habe das Gefühl, das Spiel will mich jetzt ärgern. Oder einfach nur unsere eure und meine Zeit verschwenden. Aber dafür gibt es ja die F2-Taste hier. Ja, ja, monatelange Pausen und... Solche alten Spiele mixen sich nicht gut. Das merke ich gerade wieder. So, mal sehen. Ich wurde wieder mal aus diesem Tempel rausgeschmissen. Ah ja, und es scheint, wir müssen uns nochmal kurz wieder in der Zwischenpause in dem Cyborg-Dorf machen. Ach, kommt online. Mann, Leute. Das ist hier eine Wüste. Aber es ist belebt wie in dem dichtesten Dschungel. Und hier die berühmten Wüstenrattenschnecken in ihrem beliebten Habitat, der Wüste. Ah ja, genau. Das ist inzwischen schon Routine hier. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir uns nicht wieder verlaufen. Tja, ja, wandern in der Wüste. Nirgendwo ist irgendwas zu sehen. Dass wir als Kinder alle nicht vor Langeweile gestorben sind, ist unglaublich. Und ich muss auch mal sagen, hier eine Nachricht an die Programmierer schicken, die sie wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen werden, aber... Leute, musstet ihr die Zufallskämpferrate so hoch einstellen, dass man alle zwei Schritte angegriffen wird? Und was ist mit den ganzen Selbstmordviechern? Ab einem bestimmten Level wirkt das einfach nur noch merkwürdig. Oder sollen die so aggressiv sein, dass sie uns angreifen, weil das irgendwelche bösen Mutanten sind aus einem Dings-Labor oder so? Ach, ich habe da wahrscheinlich schon mehr Gedanken reingesteckt als die Programmierer früher. Bin schon fast so gereist wie Rhys hier. Ja. Jo, schwarzer Dalek, du. So. Wieder mal Zwangspause einlegen. Yep. So, wieder mal rumgerannt in der Wüste und lange genug, um Levels aufzusteigen. Ja, ich werde vorsichtig sein, versprochen. Naja, die Vergiftung haben wir mal vergessen. Dann gucken wir mal, ob wir das hier wieder hinkriegen können. Oder auch nicht. Ah, hier, jetzt hat's funktioniert.
Och komm, was ist denn jetzt hier wieder los? Ah. Na, endlich. Okay, das war dumm. Das war so dumm, dass es brummt. Jetzt können wir hier gleich nochmal übernachten. Ja, ja, lach dich mal schlapp. Wir sind so doof. Wir müssen jetzt wieder Geld ausgeben. Ja, ah, Ries, wenn du wüsstest, dass das meine Schuld ist und nicht deine. Er würde wahrscheinlich mit seinem Schwert aus dem Monitor springen und mir die Kehle durchschneiden. So, und jetzt mal Vorräte aufsammeln und dann geht's weiter. Das lässt mir immer noch keine Ruhe. Keiner von uns kann das benutzen. Na ja, gut. Dann fehlt wohl noch einer aus unserer tollen Mannschaft, aus verlobten Suchern. Okay, der erste Versuch, der war ja nun mal selten dämlich von mir. Um nicht zu viel Zeit zu verschwenden und um die F2-Taste auf meiner Tastatur nicht von den ständigen Kameraabbrüchen abzunutzen, gehen wir erstmal eine Überlegung folgen, die ich eben hatte, weil mein dumpfes Hirn sich erinnert hat, wo, aus welcher Richtung wir hergekommen sind. Und ja, ihr dürft mal kurz sterben. So, nachdem die Selbstmordbrigade abgewettert wurde, machen wir uns weiter auf den Weg nach oben. Quatsch. Unten, nach Süden. Und das ist jetzt immer wirklich albern. Der hätte Ries auch einfach drauf stampfen können, ohne anzuhalten. So, und jetzt sind wir hier unten im... Och. Na. Ah. Irgendwie hatte das früher viel mehr Charme als heutzutage. So, nachdem Ries seine Mordlust gestillt hat... Hey, genau, vielleicht ist es das. Die Viecher greifen uns nicht an. Es ist Ries, der jedes Mal, wenn er die Viecher sieht, so in Rage gepackt wird, weil er an Lyanna denkt, dass er sie angreift. Und das mit den Überraschungen und so, das ist dann wahrscheinlich in Wirklichkeit, wenn die Monster uns überraschen, dann machen sie einfach nur einen überraschenden Gegenangriff. Haha. Ries, ich sehe dich. Ich weiß, was du tust. Aber genau, jetzt sollten wir erstmal sehen, wo wir eigentlich sind. Los, Monitor, wo sind wir? Irgendwie an der Unterkante des rechten Schneidezahns von Mickey Maus. Hilft uns auch nicht viel weiter. Okay, ich habe mir faulen Wicht mal in den Arsch getreten, meine älteren Videos kurz durchgeguckt. Tatsächlich, wir sind an der falschen Stelle. Wir müssen nach Norden. In diese Ecke, die so aussieht, als würde Mickey da gerade die Nase runzeln. Oder war es die Stirn? Naja, stimmt. Die anderen beiden Dinge sind die Ohren. Das... Ah, egal. Also damit ihr nicht noch mir noch länger zugucken müsst, wie ich sinnlos durch die Wüste stapfe, machen wir das erstmal so. Abracadabra, Sisalabim. Und da sind wir im Norden statt im Süden. Ja, guck nicht so, Pseudo-Mickey. So, das kann man eben machen, wenn man mal kurz die Aufnahme abstellt und mal kurz offscreen was macht. Ein Fun Fact, auf dem Weg hier oben bin ich 5-mal angegriffen worden. Und habe so viel Schaden genommen, dass ich nochmal zwischendurch übernachten / speichern musste. Nun, unser Quartett des Todes ist hier dafür jedenfalls optimal vorbereitet und wir müssen jetzt nur noch hier ein kleines Stück weiter nach Norden. Ja, ja, dich ignorieren wir. Wir wissen ja, solange wir unsere Verlobte nicht mit dabei haben, dürfen wir ohnehin dich benutzen, was immer du bist. So, ja, Mjöl zeigt mal ihre Klauen. Dann wird wieder mal mit den Schwertern und den Stäben in die Hände gespuckt. Oh, Techniken brauchen wir hier noch gar nicht. Ist wahrscheinlich auch besser, wenn wir so wenig Tech-Points haben. Oh gut, und wir sind auf dem Rückweg. Gut, jetzt müssen wir nur noch schnurstracks zur anderen Treppe rennen und dann sind wir da. So. Ja, ja. Hier sind nicht so viele Monster, aber mehr schleimige Kreaturen. Na los. Wir wollen mal wieder zurück in die Kälte. Ach ja. Ich wünschte, wir hätten immer so schön ansprechende Hintergründe wie hier. Ich meine, die Wolken im Wüstenkämpfen ist ja nicht schlecht, aber... Sie hätten die Wüste doch ein bisschen ansprechender machen können, als immer dasselbe Feld überall. Und ab und zu mal ein paar Felsen dazwischen. Naja. Ich schätze, ich kann Ihnen ja nicht sagen, dass Sie sich hier viel mehr Mühe gemacht haben. Schließlich sieht es in fast allen Techno-Dungeons genauso aus. Das ist am Anfang wahrscheinlich noch beeindruckend, aber später wird es wahrscheinlich... Ah, verdammt, ich sehe schon, ich hätte links lang gehen müssen. Hier wird es wahrscheinlich wieder im Kreis oder so.
Naja, wenigstens ist es, wenn man schon ein bisschen Power hat, nicht mehr ganz so schlimm, wenn man alle zwei Schritte angegriffen wird. Klar, lästig, weil einem auf diese Weise deutlich gemacht hat, irgendwie gemacht wird, dass die Programmierer auf diese Weise das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Aber das ist halt auch, kann auch immer blind aufführen, auf die Taste hämmern, alle Leute zuschlagen lassen und aha, Sackgasse. Okay, damit wir mal endlich was Neues sehen, beame ich mich jetzt hier mal wieder per Aufnahmen-Edit nach draußen. Ah ja, gut. Ries, ja, du darfst sie umbringen, los. Ach, dafür werdet ihr doppelt sterben. Ja, seht ihr. Okay. Mann, diese Viecher lassen ja wirklich nicht in Ruhe. Oh. Wenigstens haben wir sie diesmal überrascht und nicht umgekehrt. Ah, los, Ries. Benutze deine Slasher-Power hier. Ich glaube, im Universum von Phantasy Star, ja, da hat es anscheinend eine Videoreihe mit, oh, whoops, mit jemandem, der wie Ries aussah, als Helden, Anti-Helden, Slasher-Monster gesehen, anstelle von Jason Voorhees und seinen komischen Crystal Lake-Abenteuern. Ich meine, wenn man so überlegt, er bewegt sich immer mit der minimalstmöglichen Geschwindigkeit durch die Gegend, schlachtet alles ab, was sich ihm in den Weg stellt. Er guckt nur noch so grimmig wie ein Monstrum. Und natürlich, er ist scheinbar unaufhaltsam, denn selbst wenn er stirbt, muss der Spieler ja nur einen einfachen neuen Spielstand laden und schon ist zum Schrecken der Monsterwelt Ries wieder da. Wirklich, wie in so einem Slasher-Film. Nur, dass Ries halt keine Teenager umbringt, sondern Monster. Oh. Fällt mir das jetzt auf. Alles grün. Hey, habt ihr das auch gemerkt? Ja, das hast du uns schon mal erzählt. Einige haben anscheinend gar nicht gemerkt, dass das Eis weg ist. Ja, irgendwelche Leute beten Laia an. Ja, ich weiß, das wollten wir ja hin die ganze Zeit, aber Ries war nun mal zu faul, auf das Eis zu steigen. Oder er hatte Angst einzubrechen oder was auch immer. Naja, gut. Ja, ja, Barde. Ach ja, Dark Force. Ja, ja, ich weiß, ihr seid die letzten Überlebenden einer Rasse, die durch den Weltraum gereist sind. Mann, wäre es nicht schön, wenn unsere Barden auch solche interessanten Geschichten gehabt hätten? Stellt all dieses alte Getümmel über Odin und so weiter. War da nicht irgendwas so... Ach ja. Oh ja, endlich einer, der gemerkt hat, was wir gemacht haben. Wie hat er das gemerkt? Ich meine, wir sind losmarschiert, ohne was zu sagen. Das Wetter wird besser, wir kommen zurück und... Jo, ihr habt uns gerettet. Ries kann dann nur den Kopf schütteln. Aber nett, dass dieser Telepath das irgendwie gemerkt hat. Hier ist es das erste Mal realistischer, wenn die überhaupt nicht wüssten, wer das gemacht hat. Nee, nichts Neues hier. Lassen wir das mal. Was ist eigentlich der Slicer? Schauen wir mal. Das klingt wie irgendwas, das sie hier haben könnte. Ihr Hunting Claw. Genau. Genau da können wir uns doch mal drauf verlassen. Wir müssen nur gucken, ist der Slicer teurer als die Hunting Claw? Yep, das bedeutet, es könnte stärker sein. Und jetzt testen wir das mal. Oh, nee, ist für jemand anders. Na gut, lassen wir das. Gut, unsere Aufgabe war ja jetzt mal die andere Seite des Sees zu besuchen. Halten wir unser Geld mal besser noch zusammen. Aber schnell, wo ist das Speichersymbol? Wir wollen mal kurz übernachten. Und dann machen wir uns endlich auf den Weg. War es das oder das Fass? Fragen wir dich mal. Hey, ist das hier ein Hotel oder ein Einkaufsladen? Ah, ein Hotel. Geht auch mal. Wow, allein dadurch, dass ich durch die Wüste gestapft bin, habe ich noch zusätzlich ein paar fast 600 Meseten dazu bekommen. Es ist fast so, als hätten die Programmierer gewollt, dass man sich verläuft. Naja, ich hatte bei solchen Rollenspielen ja, wie ich es glaube ich schon mal erwähnt hatte in einem anderen Video, immer das große Glück, dass mein mangelndes Orientierungsvermögen mir immer saftig extra Level eingebrockt haben. Auf diese Weise war ich später dann praktisch unüberwindbar für die armen Monster. Und Ries profitiert hier auf seiner Suche jetzt. Hey, dann besuchen wir mal das Schiffchen. Hey, hallo! Ach, sie eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Aber auch hier hätten sie doch ein bisschen das Wasser ein bisschen. Okay, ja klar, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben.
für so ein altes Spiel. Und hier ist auch wieder einer dieser komischen, unbenutzbaren Landestreifen. Hier könnte glatten. Ein anderes Boot anlegen und hier ist ein Dorf, Stadt, was auch immer. Gehen wir mal rein. Was, war da gleich ein zweites oben? Hey du, wo sind wir? Unser Land. Alge, ich meine Arge, kämpft mit Shuzoran, Layas Land. Ja gut, erzählst du das jedem, der gerade vorbeikommt? Was rede ich da? Natürlich würde das. Gucken wir mal, was wir hier machen können, solange wir Lyle haben. Sieht ein bisschen aus wie... Wie hieß der nochmal? Sag mal schnell... Nee, kann nicht sein, da irre ich mich doch. Ja, Andrada ja nicht. Gut, jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass... Gra... ...dass ich hier recht gerne benutze... Und Zahn. Ordentlich draufhauen. Na gut, Feuerkraft ist auch gut. Vorsichtig jetzt. Na gut, so geht's doch, so geht's doch, so geht's doch. Please be careful. Genau, was habe ich jetzt nochmal bei Mjöl verhackstückt? Anti. Okay, machen wir nochmal ein bisschen. Aber vorsichtig, damit das andere nicht zu schwach wird. Ja. Ist das nicht süß? Okay. Mist, 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 Mist. Können wir nicht das schwächen und das? Okay, lassen wir es bei diesem Kompromiss hier. So. So, jetzt rechts, aber ja. Muss man ja aufpassen, dass man sich nicht verzettelt hier. So, ist keiner von uns vergiftet oder so? Doch, ja, ist er. Also, ja, ist... Vergiftung ist hier, aber das Antidot sparen wir uns mal. Ah, ist das immer noch nicht stark genug, hm? Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es schaffen, bevor uns die Energie ausgeht. Gut. Okay, Spiel. Ja, du hast mich überzeugt. So, Mjöl. Jetzt machen wir das mal hier richtig. Und powern das nochmal hier voll auf. So. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Erstmal für einige Zeit. Gut, Problem gelöst. Und jetzt gehen wir mal... Ach nee, wir haben genügend Kleinkram im anderen Dorf schon aufgesammelt. Und hier, ja, dich hatten wir schon mal. Ah, so friedlich und beschaulich, wie das hier aussieht. Und die sind im Krieg? Unglaublich. Eine junge Frau wurde ins Schloss von Shuzoran... Ach, unglaublich. Es ist ewig lang her, aber Reeves hat seinen ersten Hinweis gefunden. Yeah, jetzt weiß er, wo seine Verlobte hin verschleppt wurde. Geschichten erzählen von Monstern, die plötzlich in Springboden auftauchten. Speziell denen von Shuzoran. Jupp, danke. Das klingt zwar absolut bescheuert, aber da ist eine mindestens 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass du recht hast, da du in einem RPG feststeckst. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hey du, Knilch, was machst du nochmal? Oh, ach so. Du bist der magische Priester zum Tote wiederbeleben. Stimmt. So einen hätten sie auch in dem Cyborg-Dorf gebrauchen können. Das hätte mir das Reloaden und nochmal nachspielen erspart. So, hier ist wieder mal so ein leeres Kaff-Dings da. Haus. Haus, das war das Wort. Hey, ne, Moment. Da ist tatsächlich einer, den wir ansprechen können. So, hey du da, warum bist du hier allein in diesem Haus? Wo sind die anderen? Layas Leute haben eine Armee auf eklige Monsterium. Wir müssen sie mit Cyborgs und Maschinen bekämpfen. Genauso wie eure Orakio es 1000 Jahre vorher gemacht hat. Ah ja, Monster gegen Maschinen. Wer wird gewinnen? Okay. Ist aber raus hier. Ja, man sieht, die haben hier so viele Maschinen und Cyborgs. Naja, vielleicht verbünden sie sich mit den Cyborgs, die da hinten bei den Wettercontrollern rumstehen. Ah ja, genau. Jetzt ruhen wir uns mal aus und speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter. Dum-di-dum-dum-dum-dum-dum.